Letzte Woche stieg der German Puzzle Club grandios in die oberste Liga auf, in den Feuerdiamant Rang 3. Und überschwänglich wie ich war, bewarb ich das natürlich auch ein bisschen, zeigte euch das und erhielt dazu die eine oder andere Frage, die ich heute beantworten möchte. Zuerst gucken wir aber mal ins Spiel und schauen, wie denn die erste Saison in Feuerdiamant 3 für uns ausgegangen ist. Gestern Abend so gegen 19 Uhr waren wir auf Rang 10, deswegen gehe ich stark davon aus, dass wir auch in der Liga geblieben sind. Aber wie gesagt, wir gucken mal rein. Ja, genau, verbleibt auf Rangstufe Feuer Diamant 3. Und die Saison ist holprig gestartet. Wir waren am Anfang echt in den Abstiegsplätzen, haben uns dann so ein bisschen rausgekämpft, waren dann lange auf dem letzten Nicht-Abstiegsplatz beziehungsweise auf einem der letzten Nicht-Abstiegsplätze und konnten uns dann aber hocharbeiten. Ich sehe nur, glaube ich, jetzt nicht, wo wir letztendlich gelandet sind. Ich sehe nur, bei dem kleinen roten Pfeil, das ist wohl aktuell wieder auf den Abstiegsplätzen. Okay, das Spiel lädt nicht, aber wir scheinen wohl aktuell wieder schwer zu starten, sagen wir es mal so. Die Fragen, die ich erhielt, jetzt sieht man es. Okay, letzter Platz. Aber wie gesagt, letzte Saison ging das so auch los und wir sind dann so im guten, soliden Mittelfeld angekommen. Die Fragen, die ich erhielt, sind zum einen die gewesen, welche Belohnungen erhält man denn da in der höchsten Liga? Und die Frage kann man sich sogar selbst beantworten, indem man oben einmal auf dieses Symbol klickt und dann kann man sich hier von allen Ligen die Boni angucken. Und wenn wir mal wieder hochscrollen, dann sieht man bei Feuerdiamant 3 folgende Sachen. Leben füllen sich 40% schneller auf, sehr sinnvoll. Plus 1 maximalen Federkiel für diese Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Schulaufgaben, Unterrichtsaufgaben, wie man sie auch nennt, also auch sehr, sehr sinnvoll. Das kostenlose Goldverlies liefert 40% mehr. Dazu nachher noch eine Frage an euch, eine offene Frage sozusagen, aber kommen wir später zu. Alle Zaubersprüche um ein Level verbessert, 2x EP-Bonus für ungenutzte Züge, dann Drachenalben verfügbar. Meiner Meinung nach echt sinnlos, weil ich bekomme die Sachen überhaupt nicht zusammen. Können wir gleich mal reinschauen. Und der Erdrutsch, das war die zweite Frage, die ich öfters erhalten habe. Aber zunächst mal gucken wir zusammen in meine Alben. Und da seht ihr dann schon, dass das Drachenalbum bei mir echt gar keinen Sinn macht. Ich habe, was war zuletzt? Genau, die Katze hatte ich und vor ein paar Tagen konnte ich hier den Frosch bzw. die Kreuzkröte abschließen. Aber insgesamt ist das wirklich komplett sinnlos. Ich bekomme nur doppelte Bilder ausschließlich, um diese dann zu sammeln und hier dann Duplikate alle paar Wochen gefühlt einzulösen. Also alles ein bisschen komisch. So, der Erdrutsch, ein neuer Zauber. Ich blende euch da gerade mal eine Aufnahme ein, die ich letzte Woche am Tag, nachdem wir aufgestiegen sind, aufgenommen habe. Und zwar wurde mir da gezeigt, was der Erdrutsch denn Tolles kann. Und man kann dann ja immer in einem Level diese anwenden. Und der Erdrutsch ist im Prinzip das Kombinieren von zwei Zaubersäckchen. Also alle Elemente auf dem Spielbrett werden aufgelöst und rutschen einmal komplett nach. Mega krass, aber, und das zeige ich euch hier, dreimal Erdrutsch kosten 5100 Goldmünzen. Und 5100 Goldmünzen, wie viel ist das denn so ungefähr, wenn man sich das denn mal kaufen möchte? So, gucken wir nach. 5500 Goldmünzen kosten ungefähr 5 Euro. Also kostet so ein Erdrutsch so 1,50 ungefähr, könnt ihr gerne genauer ausrechnen. Auf jeden Fall ein Preis, der komplett irrsinnig ist. Wer gibt das denn bitte dafür aus? Wer kauft sich denn Goldmünzen und investiert dann 1,50 Euro in einen Erdrutsch? Also
Auch wieder so eine Sache, super cool, dass man sowas freigeschaltet bekommt, aber auch komplett sinnlos, weil man es eh nicht nutzen kann. Ihr versteht vermutlich, was da mein Problem ist. Und wo wir gerade über die Goldmünzen im Spiel sprechen, vor ein paar Tagen schrieb ich mit dem lieben Erik. Wofür kann man eigentlich Goldmünzen in Puzzles and Spells ausgeben und wo macht das Sinn? Es ging da um mein Video zu Wizards Unite, wo ich darüber sprach, wofür sollte man Goldmünzen in Wizards Unite ausgeben? So stellt sich natürlich auch die Frage, wofür sollte man Goldmünzen in Puzzles and Spells ausgeben? Und die Frage finde ich selbst super schwierig zu beantworten, weil ich selbst nichts Sinnvolles finde. Ich schrieb das schon mal vor einiger Zeit auf meinem Community-Tab, glaube ich, dass ich mir dieses Bilanzpaket dreimal gegönnt habe für ja insgesamt 9000 Goldmünzen. Und was hatte ich da drin? Nur doppelte Karten. Also komplett schwachsinnig wieder. Aber wofür soll man sonst Goldmünzen ausgeben? Ich lasse mich viel zu oft hinreißen, diese für das Verlängern eines Spiels auszugeben, also für diese 5 Extra-Züge, weil ich dann irgendwie an einem Level hänge, wo ich seit Ewigkeiten gefühlt nicht weiterkomme und mich das Level eh total nervt. Und dann denke ich mir, hey, ich sehe, wenn ich jetzt diese, in der Regel sind es ja, glaube ich, 900 Goldmünzen, wenn ich die investiere, dann schaffe ich jetzt das Level. Und dazu lasse ich mich immer wieder hinreißen, aber ist das sinnvoll? Die Frage stelle ich hiermit an euch. Wofür sollte man Goldmünzen in Puzzles and Spells ausgeben? Und habt ihr irgendeinen Anreiz? Und da gucke ich nochmal auf diese Seite hier. Echt Geld dafür auszugeben? Für 115.000 Goldmünzen 79,99 € auszugeben? Oder hier fast 100 Euro für ein vorzügliches Paket? Habt ihr dann einen Reiz? Weil mir fehlt der komplett. Ich kann null nachvollziehen, wie man echtes Geld für das Spiel ausgeben kann. Aber das ist meine Meinung. Ich bin sehr auf eure gespannt. Macht ihr das? Würdet ihr das tun? Und wofür gebt ihr dann die Goldmünzen aus? Schreibt das gerne in die Kommentare. Ich bin da sehr gespannt drauf. Und wir sehen uns dann gerne bei meinem nächsten Video wieder. Bis dahin sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Tschö und gerne bis zum nächsten Mal.